Ja, also wenn es da überhaupt rausgeht, aber ich gehe irgendwie davon aus. Du hörst laufendes Wasser und siehst einen kleinen Strom, der sich seinen Weg durch den Berg bahnt. Den Tunnel untersuchen oder gleich reingehen? Nein, einfach so in irgendwelche Tunnel reingehen ist, glaube ich, keine gute Idee. Erstmal gucken. Direkt unter der Wasseroberfläche flackert und schwankt das seichte Flussbett. Aber als du weiter in den Tunnel hineinsiehst, scheint es in die Dunkelheit zu verschwinden. Von hier aus kannst du unmöglich sagen, wie tief der Strom ist. Ja, wir haben bestimmt irgendeinen Luftanhaltezauber oder auf Wasser wandeln oder so. Das ist schon okay. Wir vertrauen da ganz drauf, dass Alos uns irgendwie rausholt. Weiter. Wir würden gerne in den Tunnel warten. Du näherst dich dem Tunneleingang mit langsamen, spritzenden Schritten und hältst dich aufrecht, während die Strömung an deinen Beinen zerrt. Das kalte Wasser lässt dich nach Luft schnappen. Und als es dir über die Taille steigt, beginnst du, um die Kontrolle der Atmung zu kämpfen. Das Flussbett verschwindet unter deinen Füßen und die Strömung reißt dich mit zunehmender Geschwindigkeit in den Tunnel hinein. Es wird schon irgendwo hinführen. Und wir sind immer neugierig auf neue Sachen. Also schwimmen wir ab sofort. Die Strömung drückt dich immer schneller durch den Tunnel und zieht dich nach unten. Über deinen Kopf wird der Tunnel enger und die Tunneldecke fällt ab, was dir nur noch eine dünne Luftschicht zum Atmen lässt. Du nimmst deinen letzten Atemzug, bevor dich die Strömung in die Tiefe reißt. Aber das sieht nicht gut aus. Die Finsternis wird hier und da von Lichtstrahlen durchbrochen, aber die Strömung ist jetzt so stark, dass du nicht mehr als ein Flackern erkennen kannst. Du behältst deine Hände vor dir und versuchst, den gezackten, aus den Wänden herausragenden Felsen auszuweichen, die plötzlich in der Dunkelheit erscheinen. Vor dir siehst du ein Licht aufblitzen. Du näherst dich ihm schnell, aber es scheint sich um eine Öffnung eines zweiten, kleineren Tunnels zu handeln. Du könntest ihn eventuell erreichen, aber deine Lungen haben zu Schmerzen beginnen. Es könnte auch eine Luftquelle da sein in diesem Seitentunnel. Also gucken wir mal da dran. Du umfasst den Tunneleingang umsäulten Felsen mit deinen Fingern und wirfst einen Blick hinein. Der Tunnel endet in einer Sackgasse, aber unter den Felsen am Tunnelende scheint was zu glitzern. Für jemanden ohne starke Lunge wäre es eine Herausforderung, dorthin zu kommen. Also ist jetzt eine Ausdauersache. Und da sollte Marissa eigentlich klarkommen. Also schwimmen wir selber hin. Auf das Glitzern zuschwimmen. Du ziehst dich in den Tunnel und führst geschickte Scherenschläge aus, während der Gang immer enger wird. Bevor du das Ende erreichst, kommen deine Lungen an ihre Grenzen und du kehrst um. Ernsthaft? Während du durch die Dunkelheit des Tunnels wirbelst, siehst du über dir endlich einen Lichtschein, auf den du dich schwimmend und tretend zubewegst. Dann endlich durchbricht dein Kopf die Wasseroberfläche. Hastig wirkst du die Luft in deinen schmerzenden Lungen und ziehst dich an den Rand des Beckens. Du kriechst aus dem Wasser und betrachtest die Höhle um dich herum, während du deine schmerzenden, unterkühlten Gliedmaßen massierst. Ja, das ist nicht der Ausgang. Oder? Ah, okay, ist eine Abkürzung. Wir sind also von da rumgeschwommen. Okay. Aber Marissa, was ist da passiert? Das müssen wir genauer untersuchen. Du hast Athletik 11. Verdammt nochmal. Oder hat das vielleicht mit Überleben zu tun? Aber jemand, der topathletisch ist, der müsste auch genug Körperkontrolle haben, um das hinzubekommen. Und auch stark genug sein, um in der Strömung schnell genug voranzukommen und. Grubbelkrumpf. Wer da schicken sollen? Der hat ein bisschen mehr Überleben, dafür aber wesentlich weniger Athletik. Nee. 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 Du hättest viel Überleben, dafür wenig Athletik. Schade. Glitzern ist eigentlich immer toll. Theoretisch könnten wir ja später nochmal wiederkommen und dann nochmal absichtlich diese horrende Tortur da über uns ergehen lassen. Weil es war bestimmt nicht angenehm für die Truppe. Aber Glitzer und so. Naja, jetzt bringt es wohl nichts, das Ganze nochmal zu machen. Das würden unsere Jungs und Mädels, glaube ich, auch nicht mitmachen. Wenn Marissa versucht, sie zu überzeugen, da war was Glitzerndes, wir müssen das Ganze nochmal machen. Das wird nicht klappen. So, da war der eine Ausgang, hier ist der andere. Wir brauchen unbedingt neuen Proviant.
wenn wir in Trostbucht ankommen, sollten wir in irgendeine Herberge kurz gehen. Also erstmal ordentlich schlafen, weil das Ganze hier war schon ziemlich anstrengend. Und dann halt Proviant kaufen. Und den ganzen Krams loswerden, den wir so gefunden haben. Sind neue Wächter da? Nö. Nein, ist ja gut. Da runter. So, wir würden gerne zurück nach... wo war sie? Sie war in Urfeuer, oder? Also hier waren die Gilden. Ja, gucken wir einfach hin. Wenn es nicht da ist, ist es halt nicht da und dann gehen wir woanders hin. Hier, Aktion wie Klettern, Schwimmen und Springen verwendet werden. Athletikfähigkeit. Ne? Krummelkrumpf. Kann ja wohl nicht angehen. Weil 11 sollte schon ziemlich hoch sein. Das jetzt nochmal zu steigern, würde ein, zwei Level, na mindestens zwei Level kosten. Denn der Sicherheit sollte berichten, dass Banditen die Festung in 5 Tagen angreifen werden. Ja, das ist mehr als genug Zeit. So, wir würden gerne... Was ist das? Wir sind auf jeden Fall falsch hier. Genau, da ist die Valianische Botschaft. Schmelztiegel Ritter, nee. Palast des Dukes. Hier haben wir nichts zu suchen. Nicht da lang gehen. Also war es doch in Farnheim. Das heißt, die für uns momentan so wichtigsten Personen sind hier. Hier gab es auch am Eingang oben rechts eine Taverne. Irgendwas mit einem Eber. Die klingen alle irgendwie so gleich, die Tavernen. Zum tanzenden Pony, zum speienden Eber, zum... was auch immer. Ja, okay, nicht unbedingt direkt in der Nähe, aber ja. Dahin. Erstmal essen, schlafen, Proviant kaufen und dann können wir mit dieser komischen Frau reden. Und wir haben ziemlich viel zu erzählen. Nämlich von allen dreien Prophezeiungen, die wir hatten. Also von Druinen, von dem Turm und von dem Gefangenen. Das sieht nicht wie eine herkömmliche Taverne aus. Wenn wir Zeit hätten, sollten wir hier mal ein bisschen mit den Leuten sprechen. Aber nicht jetzt. Wir gehen hinter den Tresen und wollten eigentlich uns Zimmer bestellen. Ich muss doch sehr bitten. Oh, du bist es. Es freut mich auch, dich zu sehen. Wir hatten hier ein paar schwierige Tage, aber dann sind wir hierher gelangt und sie waren so glücklich, uns beide anzuheuern. Moment mal, bist du diejenige welche, die ihren Mann hat umbringen lassen? Wir haben es nicht so mit Gesichtern. Es ist einfach wunderbar. Ich kann dir gar nicht sagen, wie dankbar ich dir bin. Good day, Stranger. Wir müssten die andere Partei noch finden. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das war und der Jäger, die durchgebrannt sind. Und die wollten wir eigentlich noch ein bisschen zurechtklopfen. Ich möchte die Zimmer sehen. Achso, und vorher noch. Davon 2 Stück. Und wir haben hier... Das sind echt viele Schilde. So. Ja. So. Handeln. Dann da. Nein, da. Wir hätten gerne mehr Intelligenz. Jo. Gemütlich. So, jetzt aber zur komischen Frau. Da lang. Dann finden wir hoffentlich einen Weg, nach Osten zu kommen, zu diesem anderen größeren Dorf-Stadt-ähnlichen Gebilde. Da haben wir nämlich eine Menge zu tun. So, Lady Webb war ganz hier unten in dem kleinen Häuschen. Genau, hier war das Sanatorium. Dann wurden wir angesprochen von dem Dienstboten, der sein eigenes Schiff... Greetings. Oh.
Verzeihung, aber ich suche nach dir. Du hast den Fluch in Erdhügel aufgehoben. Ja, ganz uneigennützig haben wir das getan. Zum Wohle aller. Meine Herrin, die namenlos zu bleiben wünschen. Meine Herrin, die namenlos zu wünschen bleibt, hat mir aufgetragen, dir diese Pistole zu bringen. Sie gehörte einem ihrer engen Freunde, der dem Fluch zum Opfer gefallen ist. Es ist... okay. Meine Herrin möchte, dass du diese bekommst für deinen Anteil an der Rettung von Erbhügel. Hier, möge sie dir im Kampf gute Dienste erweisen. Vielen Dank. Sie verbeugt sich. Gern geschehen. Nun muss ich mich verabschieden. Leb wohl. Herrin? Das war jetzt nicht Lady Webb, oder? Zeig mal die Pistole. Sankt Guarams Funke. Sehr langsam. Plus 10 Genauigkeit. Mehr Schockschaden. Schadensreduzierung. Boah. Und könnte noch weiter verzaubert werden. Sogar ordentlich. Und ist zweihändig. Ja, Marissa hat bisher keine Fernkampfwaffe. Aber sie braucht auch nicht wirklich eine Fernkampfwaffe. Na gut. Gucken wir erstmal, was das mit der Pistole auf sich hat. Sankt Guaram war ein Hylea-Priester, bekannt für seinen meisterhaften Umgang mit Worten. Angeblich konnte er mit einem einzigen Wort die Stimmung einer Menschenmenge beeinflussen und mit grausamer Präzision die schockierende Wendung finden, um einen Gegner bloßzustellen. Eine Tochter des Dürrwalds mit Sinn für Humor ließ diese Pistole zu seinen Ehren anfertigen, denn auch mit dieser Waffe, so sagte sie, könnte man jedes Streitgespräch beenden. Ja, nicht ganz im Sinne des Erfinders, aber wohl treffend. Wer kriegt denn die? Das würde zu Durance ganz gut passen. Ich glaube, der hat sogar die Fähigkeit für... Als was zählt das? Das ist nicht wirklich eine Pistole, oder? Das zählt als zweihändig. Sie nicht irgendwo eine Deklaration, das ist eine Arkebuse, das ist eine Pistole, das ist sonst irgendwas. Weil eine Pistole ist eigentlich nicht... Ja, doch, ist... Weiß ich jetzt nicht. Aber ich glaube, ich gebe sie ihm einfach mal testweise. Du... Dahin tu die ganzen doofen Fallen weg. Zumindest ein Teil davon. So. Ching, ching. Ja, das sieht doch cool aus. Okay. So, ja, das war jetzt unerwartet, dass wir einfach so aus dem Nichts quasi das Geschenk bekommen haben. Vor allem, weil wir ja eigentlich die ganzen Seelen nicht wirklich befreit haben. Aber na gut. Keiner. Ja, so gesehen haben wir sie doch befreit. Sie sind nicht mehr dazu verdammt, jetzt ewig da in untoten Körpern rumzuwandeln. Aber ich weiß jetzt nicht, ob sie jetzt so viel besser ist, zusammengeschmolzen zu werden und unserer Macht zu füllen, wie auch immer das funktioniert. Sie sind ja ein Teil von uns geworden, ne? Oder haben wir sie einfach nur aufgesaugt? Sehr komisch, das Ganze mit den Seelen. Aber sei es drum, die Lady Webb war hier drin. Hallo. How fares your search? Wie kommt deine Suche voran? Ich habe dir etwas über die Operation des bleiernen Schlüssels zu berichten. Well, let's hear it. Ich habe Taos... Aha, also es war wirklich Taos. Gut. Gut, dass Marissa das weiß. Ich habe Taos im Sanatorium von Farnheim gefunden, im Körper eines Patienten. Er hat versucht, den Ruf der Beseelung in der Öffentlichkeit zu verschlechtern. Und war erfolgreich. Forgive me, it is unlike Theos to leave witnesses. He must be furious. Es sieht Taos nicht ähnlich, Zeugen zurückzulassen. Ja, das ist ein sehr interessanter Punkt. Weil wir haben ja eine Geschichte mit Taos. Und wir vereiteln jetzt seine Pläne. Warum zum Geier tötet er uns nicht einfach? Da muss noch irgendwas sein. Er hat irgendwas mit uns noch vor. Er braucht uns für irgendetwas. Weil gerade im Sanatorium hätte er einfach alle übernehmen können. Und das Ganze ein bisschen strukturierter machen können.
Und auch sonst, denke ich, hatte er bestimmt mehrere Möglichkeiten, wo er uns hätte töten können, aber er hat es nicht getan. He did not aid you as you'd hoped, I take it? Well, take heart. With any luck, when he has finished his business, he will surely come and find you again, if only to kill you while you sleep. Ja, da bin ich mir halt nicht so wirklich sicher.